Ich fürchte, Sie werden noch etwas Geduld aufbringen müssen. Doch heute Abend wissen wir es. Ja, entschuldigen Sie, Gentlemen. Oh, ich danke Ihnen. Bitte vorsichtiger. Später wissen Sie es dann wieder? Nun, wir haben Messungen vorgenommen in Bezug auf die beiden Hügel da. Die Höhe von Newton Beacon und Churchill kennen wir ja schon. Wie wurden die denn gemessen? Auf dieselbe Art im Vergleich zum anderen Hügel. Und wer hat den ersten Hügel gemessen? Gott, mein Junge, Gott! An dem Abend wurde im Pub ein gutes Geschäft gemacht, denn alle waren versammelt. Alle außer Reverend Jones natürlich, der diese Höhle des Lasters auf keinen Fall betreten wollte. Nochmal das Gleiche? Nein, ich würde gerne meine Wette ändern. Das geht leider nicht. Na schön, dann werde ich eben ein zweites Mal. Geht's Ihnen besser? Nein, nein, ich habe entsetzliche Kopfschmerzen. Ich sollte mich um etwas hinlegen. Wollen Sie, dass ich es den Leuten mitteile? Eine brillante Idee. Obwohl ich Sie informieren sollte. Aber andererseits wäre das eine gute Gelegenheit für Sie, sich im Umgang mit den Einheimischen zu üben. Man weiß nie, wann es einem von Nutzen ist. Ja, natürlich. 980 Fuß. Einspruch stattgefunden. Wir nehmen keine Wetten unter 1000 Fuß entgegen. Verräter. Verräter? Bradur. Naja. Bist du auch sicher, dass du kein verkappter Engländer bist? Gibt's schon ein Ergebnis? Nein!